H wie Hybridleitung. Hybridleitungen übertragen sowohl Gleich- als auch Wechselstrom auf einem Mastsystem. Die Kombination von Gleich- und Wechselstromübertragung auf Höchstspannungsebene ist in Deutschland noch nicht zum Einsatz gekommen, aber bereits weltweit genutzt. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass dies beim Vorhaben Ultranet erstmalig der Fall sein soll. Dafür werden bestehende Wechselstromleitungen auf- bzw. umgerüstet. In einigen Abschnitten müssen dafür neue Isolatoren für die Leiterseile eingebaut werden. Nur ein geringer Teil der bestehenden Masten müssen baulich verändert werden. Für den Einsatz von Hybridleitungen gibt es folgende Gründe. Sie übertragen den Strom besonders flexibel. Gleichstrom eignet sich besonders für lange Strecken, da die Übertragung besonders verlustarm ist und der im Norden produzierte Strom in den Süden transportiert werden kann. Wechselstrom eignet sich besonders für kürzere Strecken. Indem das bestehende Netz genutzt wird, kann der Bau von ganz neuen Leitungen verhindert werden. Die eingesetzte Technik ist seit Jahren auf Teststrecken erforscht. Studien belegen, die Kombination von Gleich- und Wechselstromübertragung führt zu keinen zusätzlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper. In jedem Fall müssen Hybridleitungen die gesetzlich festgelegten Grenzwerte einhalten. Informationen zum ersten Hybridleitungsprojekt Ultranet finden Sie unter www.netzausbau.de/vorhaben2.